Nee, das ist der. Barona, Ja. ich habe eine Anfrage wegen Kredit bekommen Ja. von den Franz Schneider. Ja, wollen wir vielleicht gerade irgendwo hingehen? Ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Soll ich dich Komm, mitnehmen? wir gehen mal rüber. Ich habe gehört, hier im Dorf gibt es einen Markt. Gehen wir gerade mal zum Markt rüber. Gehen, Vielleicht. fahren. Hast du ein Auto? Ich habe ein Auto hier, ja. Ja, dann fahren wir kurz rüber. Da gibt es auch einen Parkplatz direkt dran. Welcher denn? Das hier war, glaube ich, der Der vom Hans. rote. Der rote. Der Rode. Aber warte mal, dann gehen wir mal. Ja. So, Moment. Sitzt hier noch jemand mit drin? Ja, der Leon ist mit drin. Ah, okay. Gut, Moment, ich steig mal gerade um. Ja, ich komme So, auch mit jetzt. rein, so. Jetzt Gut. kannst du losfahren. Zum Markt. Ja. Okay, der hat. Ach so, jetzt können wir aber nicht so frei reden, wenn hier der Herr Müller noch rumsitzt, oder? Herr Müller. Was hier gesprochen wird, bleibt hier drin, ne? Ja. Und nicht Datenschutz und so, dann dürfen Sie nichts ausplaudern. Recht Ich ist halt den frei. Rand. Der Herr Schneider, haben Sie gesagt, möchte einen Ja, Kredit genau. haben. Was hat er denn für Vorstellungen? Der wollte 250.000. Oh, das sieht schlecht aus. Rechts ab, bitte. Denken Sie dran, hier ist 30. Ja, ich denke dran. Ja, und vorne gleich wieder links auf den Parkplatz dann. 250.000. Das wird man nicht durchkriegen bei der Bank. Weil die Vorgaben sind eigentlich im Moment, dass man guckt, wie viel Kapital hat derjenige. Da müsste man gerade mal. Haben Sie vielleicht die App gerade da, dass wir gucken können, wie viel Kapital oder wie viel Kapital. er hat? Er hat zurzeit, ich habe das Tablet hier. Moment mal kurz. Ich glaube, mein Handy vibriert. Hallo? Volker hier? Hallo? Ja. Hallo Harry, was los? Hier gegen gerade das Fass nicht an. Nicht anhängen? Ah, jetzt ist es wohl gekommen. Keine Ahnung, warum das jetzt. Ja, Sie müssen mal gucken, da gibt es eine neue Anhängevorrichtung, die heißt. Nee, nee, aber das ist schon, beim LKW kann man aber so normal ja innen auch. Ah ja, okay. Gut, Aber das wusste ich nicht. jetzt geht's, ja. Gut, wenn Sie technische Probleme haben, müssen Sie sich an den Jürgen Racex wenden. Tschüss. Gut, tschüss. So, habe ich gerade noch Glück gehabt, dass mein Telefon geklingelt hat. So, also wir müssten gerade mal ins Tablet gucken. Der hat zurzeit nur. Ach so, das sehen wir gar nicht, gell? Der ist ja doof. Wo können wir denn das sehen? Ja, zurzeit nur sein Schafhof. Ja, da müsst ihr mal eine Selbstauskunft machen, also sagen, wie viel das Grundstück wert ist. Und davon könnte er dann 10% als Kredit haben. Leider mehr geht nicht, da streiken uns die Banken. Okay, dann fahre ich. Oh, dann muss ich ja ganz noch rum. Dann fahre ich da mal hin. Du kannst ihn auch anrufen, er kann in seinem Tablet gucken. Oder er muss ja wissen, was er dafür bezahlt hat. Das Okay. kann er nachgucken. Jo, dann. Gut, ich schlender mal noch über den Markt. Ich möchte mal vielleicht noch ein bisschen Obst kaufen oder so. Jo, mach das. Gut, bis dann. Tschö. Dann tschüss. So. Du. Bisschen Obst, vielleicht ein paar Äpfelchen oder so. Hellenberger Wochenmarkt. Ja, schön klein, aber fein. Da hier, was haben wir hier? Orangen. Zitronen. Und Pflümli. Oder? Nee, das sind Äpfel. Oder? Ich nehme hier mal ein paar weg, ne? Und danke. Tschö. Der Herr Wilms, Obsthof Wilms. Gut. So, jetzt will ich mal.
Tschö, ja, gell, tschüss. Jetzt werde ich gleich mal gucken, ob ich hier vom Hans vielleicht noch so eine kleine Gewinnbeteiligung kriege. So, warte mal. Müsst mal. Ja, ich habe natürlich jetzt vorhin den Bockmist geschossen. In der ersten Folge habe ich leider ein falsches Fahrzeug gekauft. Ja, von meinem Hof weg. Das hätte ich eigentlich dem. Das ist aber ein schön schickes Häuschen hier. Habe ich ausgesehen vom Jürgen, also für den Jürgen eins von meinem Geld gekauft. Das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. Aber naja, haben wir jetzt ein bisschen Minus gemacht. Wo ist denn der Hans? Da steht noch der Steier vom Österreicher rum. Mal gucken, ob der zu Hause ist. Nee, sieht nicht so aus. Ich würde nämlich genau noch ein paar Sachen kaufen. Aber dazu müsste Hans auch da sein. Ich mache mal sein Tor zu. Vielleicht ganz gut. Nicht, dass der hier noch irgendwie beklaut wird oder so. Mal. Okay. Der Völker müsste aber wissen, der ruft mich an. Ja, warte mal, hey, ja. Hallo? Völker? Ja. Ich glaube, ich habe mich verwählt. Tschüss. Völker? Bist Das war ja komisch. Wer war denn das? Das konnte nicht. Nee. Da habe ich mich, glaube ich, tatsächlich verwählt. Warte, ich probiere es nochmal. Ich glaube, das ist jetzt eine drin. Völker? Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Jürgen? Ah, Jürgen. Bist du gerade in der Nähe vom Hans-Peter? Ja, der fährt hinter mir. Ach so. Sag dem mal, der soll mich zurückrufen. Ja, Völker? Jo. Weißt du, ich habe hier gehört, hier ist eine Dönerbude, aber weißt du, wo die ist? Ja, in Feldkirchen soll eine neu aufgemacht haben. Okay, wo ist das? Das beim Hans da in der Nähe. Nee, das ist bei, wie heißt denn? Da, wenn ihr Richtung Westen fährst, da kommt ein Kreisverkehr, dann kommt noch ein Kreisverkehr, dann musst du mal rechts und dann musst du, glaube ich, die nächste links und dann bist du da. Dann ist ein Schöppen in der Nähe. Was da, was in der Nähe? Irgendwie eine Verkaufsstelle, irgendwie so ein Supermarkt oder so. Der Lidl ist auch in Feldkirchen, ja? Ah, tipptopp. Moment, ich funk mal kurz den Hans an. Hans, wir waren doch richtig. Oh nee, nicht dein Ernst. Ich bin schon wieder in Helmbergen hier. Mann, nee. Ey, das soll mal zu mir kommen. Jo, warte, ich sag dem grad Bescheid. Hans? Ja? Du sollst den Völker mal anrufen. Ja, kann Oh, ich der Kuckuck machen. hier geflitzt, ey. Wie ist das denn? Gut, also bis denne. Ja. Tschö. Ja. Telefon. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo Hans. Ja. Du, ich stehe immer noch beim Händler. Ja. Ich hätte auch gerne Bestellung aufgegeben. Auch, ja, ist. Aber da Ich hab komme ich immer in Schwierigkeiten, wenn ich mir selber was kaufe. Ist ja steuerrechtlich und so.
Das Ganze, du hast es ja jetzt schon gut gemeistert, wie ich schon mitgekriegt habe. Ja, wird da eigentlich, wird da auch eine Provision fällig? Ich hab dir schon 5.000 überwiesen. Wann? Vor 10 Minuten, 5 Minuten. Ja, das ging aufs falsche Konto. Da war ich noch nicht bei mir drin. Ach, oh. Da war ich noch beim Harry Hofer drin. Ach, scheiße. Aber 5.000? Ja. Okay. Hätten Sie mehr oder was? Ich kann Ihnen auch mehr geben. Hat der Harry eigentlich sein Ding bezahlt bei dir? Was? Der musste 34.690 Gewinnbeteiligung bei dir bezahlen. Ist bei mir nicht eingegangen. Ja, dann setze. Also ich habe nämlich die, warte mal, die 34.600 und die sind, warte mal, ich rechne mal kurz nochmal. Ach Sind was. 5, 4, 1, behalte 1, 7, 7, 14, 1, 9, 3, 1, 4. Ich habe dir heute 113.000 Euro verdient. Oh ja, das ist gut. Ich kann das belegen, ja. Ich kann dir auch noch mal Rechnungen ausstellen. Ja, das machen wir am besten. Dann kann Ja. ja auch mehr geben. Ich habe genug Ich eigentlich. dachte, da wäre vielleicht ein bisschen mehr Gewinnbeteiligung möglich. Ja, das kann ich dir geben. Sag einfach, was du willst, oder sag ich, ob okay oder nicht. Ja, guckst halt mal. Also, will dich ja auch nicht über den Tisch ziehen, aber gegen 50% hätte ich auch nichts einzuwenden. Oh, wie viel werden das? Von 113.000 hast du gesagt. Naja, so 50.000 wären auch okay. 50.000, das krieg ich hin. Soll ich dir nochmal eine SMS schreiben mit dem Gewinn, den du vom Harry kriegst? Ja, das wäre gut, ja. Okay, dann mache ich das gleich mal. Jo. Texture. Gewinn von Harry Hofer. Da war ich, was habe ich gesagt? 34.690. Und beim Harry, RaceX hat aber alles geklappt, oder? Was ist? Mit dem RaceX hat alles geklappt. Der hat seine 78.000 bezahlt. Ja, das hat geklappt. Okay. Hast du dem Rabatt gegeben? Der hat zu viel bestellt. Nee, das war 78.000, Oh. also glatt. Okay. Gut. Okay. Dann schreibe ich dir bis nächste Woche mal noch eine Rechnung zusammen oder bis die Tage. Jo, mach das. Für beide und dann kriegst du die auch noch. Okay, dann machen wir es so. Dann gebe ich, wenn ich das habe, dann kann ich dir auch was geben. Okay. Gut. Dann gucke ich mal, was ich noch brauche. Gut, bis dann. Kannst du ja Tschüss. selber machen. Tschö. Jo, wenn du das sagst. Tschüss. Tschö. Ey, jetzt soll ich mir hier selber Sachen bestellen? Ey, da kann ich ja voll bescheißen. Brauche ich ja nochmal das Zettelchen hier. Was soll ich mir denn jetzt kaufen? Also, generell haben wir ja den Hof hier unten. Den Hof 5, der gehört mir. Ich muss mal gucken. Ich brauche noch ein bisschen Land. Das muss ich auch noch beim Jürgen beantragen. Die 109, was ist denn da drauf? Ist das Weizen? Ja. Okay. Dann mache ich das doch. Ach so. Also, ich glaube, mein Telefon klingelt. Geh mal ran. Hallo, Jürgen. Du, ich hätte gerne eine Parzelle gekauft. Die 109. Ja. Kannst du mir die eintragen? Oder kannst du mir die, wie macht man das? Ich habe gleich noch ein paar Parzellenkauf. Mhm. Da fahre ich immer vor Ort hin. Ja. Ich würde dann danach direkt runterkommen. Ich würde dich anrufen, wenn ich losfahre. Okay, machen wir so. Okay. Gut, danke. Jo, ciao. Tschüss. Also Hans. Okay, muss ich natürlich noch ein bisschen warten. Aber ich könnte doch schon mal das LU anhauen. Moment, ich gehe mal kurz an mein Telefon. Hallo, Baruna? Hallo, Norman. Ja. Du, ich bräuchte demnächst einen Drescher.
Hast du da was frei? Jo, zurzeit noch, ja. Ja, dann hätte ich nämlich da gerne einen Auftrag. Und zwar bin ich daran, mir das Feld 109 zu kaufen. 109. Es ist noch ein bisschen in der Schwebe. Ich muss mit Jürgen da noch einen Termin machen. Aber auf jeden Fall da unten würde ich irgendwas kaufen wollen. Ja, okay. Je nachdem würde ich einen Drescher brauchen. Für Weizen. Ausleihen oder als LU-Tätigkeit? LU, ich muss erstmal gucken, dass ich ein paar Fahrzeuge kaufe. Ach so, okay, ja. Ja. Also je nachdem hätte ich da schon einen Auftrag für euch. Oder du schickst gleich jemand runter, du brauchst ja eine Weile, bis du dort bist. Das musst du aber wissen. Ja, das nochmal wegen den Kredit. Bist du bei dem? Bist du bei dem oder ist der bei dir? Der ist gerade bei mir. Er hat mir das. Okay, warte mal, ich würd kurz vorbeikommen, so 5 Minuten. Was? Ich würde in 5 Minuten wäre ich da oder in 3 Minuten oder so. Ach so, okay. Dann Dann. fahre ich kurz rüber. Ja, okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschö.